Ja, hallo ihr Lieben, das ist Christian Schemmer, euer Paartherapeut und Beziehungscoach von meiner Co-Therapeutin hier, Juli. Genau, das lebendige Sofakissen, wie sie auch genannt wird, liebevoll. Ja, heute geht es um das Thema Polarität, wird ja auch Thema meines nächsten Buches, aber gut, dauert immer noch ein Jahr, oder fast ein Jahr, ne? Und wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du über ein Formular auf liebeschipp.de machen. Und genau, hallo Christian, ich habe mir gerade ein Video zum Thema weibliche Polarität auf YouTube angesehen. Ein Buch zum Thema weibliche Polarität wäre super. Ist es eigentlich möglich, in der Kennenlernphase oder dann auch noch in einer Beziehung das Steuer herumzureißen? Also, dass man sich in die weibliche und den Partner in die männliche Polarität bringt. Falls ja, wie oder ist die Chance vertan? Nee, Chance gibt es da auf jeden Fall. Das war auch, ist auch in vielen Paartherapien immer so Thema. Es ist halt ein unangenehmes Thema so, weil also der Mann muss erstmal in die Polarität kommen, damit die Frau in ihre Polarität kommen kann. Also anders geht's nicht. Also du kannst, also eine Frau kann scheinbar nicht so in ihre Polarität kommen, wenn der Mann ja sich luschig benimmt, kein Rückgrat hat, keine proaktiven Führungsqualitäten hat, dann ja, dann wird die, kommt die Frau eben nicht in ihre Polarität, sondern wird meckerig, ärgerlich, verliert die Attraktivität. Und das Einzige, was du dann machen kannst, das machen auch viele Frauen instinktiv, ist, dem Mann mal ordentlich Bescheid zu sagen. Ne? Aber dann musst du wirklich Klartext reden, weil Männer wollen es nicht gerne hören. Wir hatten ja das neulich, das haben wir neulich geguckt, Hochzeit auf den ersten Blick war das, ne? Wo die Frau zum nicht-polaren Mann gesagt hat, ey, du redest wie ein Mädchen, so, das ist hart, aber es ist in the face. Ne? Und da kann der Mann dann vielleicht auch mit anfangen. Aber es ist sicherlich schwer umzusetzen, weil weiß nicht, du kannst als Mann auch nicht einfach ein Buch lesen darüber und dann ist es schon umgesetzt. Also es ist wirklich eine Arbeit, wo ich manchmal sage, vielleicht 2 Wochen Bohrinsel, wer wird vielleicht noch mehr bringen, als, keine Ahnung, da jetzt wieder eine Therapie zu machen oder so. Also es ist ein Thema, was man in der Paartherapie angehen kann, aber du kannst ihm auch einfach klipp und klar sagen. Und wie gesagt, Männer brauchen immer da eine große Klarheit, und größten Fehler, den dann ein Partner dann machen könnte, wäre allerdings, das dann 1:1 umzusetzen, was du sagst, weil das ist dann wieder nicht polar, ne? Wenn die Frau jetzt sagt, weiß nicht, schreib mir nochmal gefälligst 3-mal am Tag eine WhatsApp oder so, und du machst genau das, was die Frau sagt, das ist so ein bisschen der Catch immer so, dann bist du auch wieder nicht polar, weil du machst einfach das, was deine Frau wieder gesagt hat, ne? Also ist ein tricky Thema, aber tatsächlich reicht es nicht, wenn die Frau sich polar benimmt, wenn dich fragst, was ist denn jetzt eigentlich weibliche Polarität, dann mach den Datingkurs für Frauen. Oder wir haben auch, glaube ich, 1-2 Videos, findest du auf meinem YouTube-Kanal. Also es reicht nicht, wenn die Frau einfach reingeht und dann kommt der Mann hinterher. Das funktioniert nicht auf jeden Fall. In diesem Sinne, mach die fucking Datingkurse, kann ich sehr empfehlen. Und vielleicht sehen wir uns bei einer Lesung, Hamburg ist schon fast ausverkauft. Und Frankfurt auch. Und ja, wir sehen uns bald wieder.